wieder bei Tu's Kochtour eingeschaltet habt. Heute möchte ich gerne euch leckere Burger Baus zeigen. Burger Baus werden im Gegensatz zu Burger Buns nicht gebacken, sondern gedämpft. Und nun zeige ich euch auch gleich die Zutaten dazu, was ihr benötigt. Ihr braucht dazu 850 Gramm Weizenmehl. Da habe ich ein besonderes Weizenmehl, eben von der Marke Red Lotus, Spezialflour, also Spezialmehl gerade für diese Baus. Und das bekommt ihr auch im Asialaden. 500 Gramm Milch braucht ihr noch dazu, dann 150 Gramm Zucker, dann 50 Gramm Speisestärke, ein Würfel Hefe, dann ein Päckchen Backpulver und etwas Salz. Als erstes werde ich jetzt die Hefe in die Milch hineintun. So. Dann gebe ich noch etwas Zucker hinein und verrühre das Ganze. Nachdem ich das jetzt verrührt habe, werde ich das auch kurz zur Seite stellen. Dann gebe ich in das Mehl die Speisestärke hinzu, dann das Backpulver. Vermische das Ganze dann. Nachdem ich das jetzt gut verrührt habe, gebe ich dann die Mehlmischung in die Küchenmaschine hinein. Dann das Salz gebe ich kurz an die Seite und dann den Zucker zuletzt. Und jetzt gebe ich nach und nach die Hefemischung hinein. Nach 7 bis 8 Minuten werde ich jetzt den Teig herausnehmen, werde meine Arbeitsplatte mit Backtrennspray einsprühen und dann das Ganze zu einer Kugel formen. Während der Teig jetzt aufgeht, kann ich die Patties vorbereiten und für die Patties benötigen wir 1 Kilo Rinderhackfleisch, dann 40 Gramm brauner Zucker, dann 2 Esslöffel helle Sojasauce, 2 Esslöffel Austernsoße, 2 Esslöffel dunkle Sojasauce, 2 Esslöffel Reiswein, dann 2 Esslöffel Agavendicksaft, 3 Knoblauchzehen, die habe ich bereits fein gehackt, 1 Teelöffel 5 Gewürzpulver und etwas Pfeffer. Ich werde jetzt das Fleisch zuerst marinieren, gebe alle Zutaten dann in das Fleisch hinein, also den Zucker, Sojasauce, Austernsoße, dunkle Sojasauce, Weißwein, Garnicksaft, Knoblauch, 5 Gewürzpulver und Pfeffer. Und das werde ich jetzt alles gut vermischen. Nachdem ich das Fleisch jetzt gut vermischt habe, werde ich jetzt daraus Patties formen. Jetzt habe ich so einen Ring eben einfach genommen und werde das Fleisch dann hineingeben. Und damit es gleichmäßig ist, nehme ich einfach jetzt ein Glas und drücke mir das dann ab. Und so verfahrt ihr dann, bis ihr alle Patties dann auch geformt habt. Und jetzt bin ich auch mit dem letzten fertig und so gebe ich das jetzt in die Kühltruhe für 45 Minuten. Nachdem der Teig jetzt aufgegangen ist, werde ich den Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche dann geben. So.
Nimm dann etwas von diesem Weizenmehl, nimm das dann heraus. So. Den Teig werde ich jetzt in 80 Gramm Kugeln dann teilen. Anschließend werde ich jetzt die Teiglinge dann formen zu einer Kugel und dann das Ganze dann auch schleifen. So, dann werde ich mir so ein Backpapier nehmen, das habe ich bereits so ein Stück geschnitten. Und werde die Teiglinge dann darauf legen und dann für 20 Minuten dämpfen. Und so sehen jetzt die Baus aus. Und die werde ich für 20 Minuten in Dampfgarer dann dämpfen. Nach einer Stunde sehen die Patties jetzt so aus. Jetzt werde ich das auf dem Grill legen und grillen. Ich nehme das Backpapier so runter. Alles vorbereitet habe, werde ich jetzt die Baus dann noch belegen. Hier habe ich noch zusätzlich eingelegte Karotten, etwas Koriander, etwas Thai-Basilikum. Hier habe ich dann noch Röstzwiebeln. Das verlinke ich euch, habe ich euch schon mal gezeigt in einem Video, verlinke ich euch oben in der Infokarte. Und hier habe ich noch Mayonnaise, das habe ich noch nur mit Chilis verfeinert. So. Jetzt werde ich mir so einen Bau nehmen. Dann werde ich das mir aufschneiden. So. Dann gebe ich mir Mayonnaise oben drauf. Dann gebe ich die Patties hinein. So habt ihr leckere Burger Bars. We'll be right back.
Und so habt ihr super leckere Burger Baus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video. Tschüss!